Was geht so, liebe Leute? Hier ist wieder euer Crush Vodific89 zurück bei Let's Play Pokémon. Let's go, Evoli. Wie man deutlich schon im Bild erkennen kann, oder beim Trainerpass hier, haben wir nun stolze sechs Orden in unserem Besitz. Und wenn man schon das Bild von Kogasus sieht, das habe ich hier auch vergessen zu erwähnen, fehlt nur noch, dass die Haare weiß werden und dann könnte man ihn jetzt deutlich mit Kakashi verwechseln, ne? Aus Naruto. So, und sehe ich da gerade einen Tauros? Da schnappen wir uns! Aber das dürfte schwer werden, das Vieh. Lässt sich bestimmt nicht so leicht erwischen. Ah, jetzt werfe ich dann gerade, wenn es nicht passt. Und das Mikrofon ist mir gerade im Weg, ein bisschen. So. Ach, verflixt. Oh Mann. Ich habe auch wieder kein Zielwasser getrunken. Und dann verschwende ich gerade meine ganzen Hyperbälle. Und das sieht jetzt gerade am wertvollsten. Aber gut, wir haben es. So. Mikrofon sollte mir jetzt nicht im Weg sein. So, wir haben ein Tauros. Knochenrang. Na gut, er lernt es mal. Ich werde dich zwar eh nicht im Team haben, aber... ja. Ich brauch dich halt nur, damit du zu einem Knogger wirst. Tauros, das Wildbullen-Pokémon. Es ist ungestüm und strotzt nur so Kraft. Wenn es erst einmal losprescht, rennt es so lange weiter, bis es mit etwas zusammenstößt. Und Tauros ist bestimmt... auf den kann man vielleicht auch reiten, ne? Ich wette drauf. Aber coole Sache, dass wir jetzt tatsächlich einem Tauros begegnet sind. Wenn ich pfeife, kann ich Vogel-Pokémon herbeirufen. So, aber jetzt wird es erstmal Zeit, dass wir uns um diese Route hier kümmern. Das könnte ein langes Unterfangen werden, aber wenn wir es erstmal hinter uns haben, haben wir nicht nur genug noch mit zusätzlicher Kohle, sondern auch noch, noch zusätzlich jede Menge Erfahrung gesammelt. Wird dann nämlich bald bei der Surferstelle noch weitergehen, die uns noch bevorsteht. Wenn ich stattdessen im Pfeifen gegeneinander antreten können. Das wäre schon ein bisschen unfairer. Vielleicht bin ich einfach keine Kämpfernatur. Naja. Ist nicht jeder gleich! Pinsir! Okay, ich habe zwar eins übertragen, aber kann man auch so fangen, ne? Oh Mann. Das bewegt sich ganz schön rum. Okay, es war jetzt gar nicht mal so schlecht, aber es könnte besser laufen. Und es hat aber trotzdem geklappt. Ja, moin. Pinsir mit einem Ball erwischt. Geiler Scheiß, Mann. Pinsir, das Kneifkiefer-Pokémon. Pinsir nimmt Gegner mit seinen Hörnern in die Zange und drückt kräftig zu. Es lebt am warmen Orten, da es bei niedrigen Temperaturen erstarrt. Das Schlimme ist auch, sein Kneifzangen haben einen extremen Druckpunkt, sodass so einen starken Druckwert, oder wie man es auch mal bezeichnen soll, sodass es sogar Metall zusammendrücken kann. Also es könnte... könnte schon einen Menschen zerspalten. Und hier ist ein Ohrmord! Sehe ich das richtig? Komm her, du! Hey, komm her! Komm runter! Komm runter! Hey, komm runter! Komm runter, Ohrmord! Was willst du denn da oben? Bitte komm zu mir! Komm zu mir! Ja, braves Ohrmord! Gutes Ohrmord! Bevor du noch verschwindest. Alter, war das... bewegt sich ganz schön herum hier. Nö. Ja, jetzt gerade ist es in der Mitte und da ziehe ich natürlich dann dementsprechend nicht hin. Ich sollte mal aufhören, meine Fieberbälle hier zu verschwenden.
Aber da ist die Chance dann geringer bei anderen Bällen. Ich schaff's nie, den Ring zu erwischen vor alledem. Oh bitte, du fließt gleich. Noch! Was ist denn da manchmal los? Hebt das wirklich von der Haltung vom Pokéball ab? Mann. Das wäre ja gerade wieder ein perfekter Wurf gewesen. Oh Mann, wenn das jetzt nicht klappt. Na also! Einfach fabelhaft ist auch noch gut für die EP. Plus, plus schon wieder Angriffsbonbons. Omot, das Giftmotten-Pokémon, die weiterentwickelte Form von Blutzug. Berührt man die staubartigen Schuppen auf seinen Flügeln, heften sich diese hartnäckig am Körper und sondern darüber hinaus Gift ab. Uiuiuiui. Ja, also besser aufpassen. Das ist so ein Riesenvieh vor alledem. So, ich sollte mich jetzt derweil mal auch um die Trainer kümmern hier. Die hier auch noch rumlungern. Zum Beispiel die Schönheit. Weißt du, ich lebe ganz allein daheim, deshalb habe ich angefangen, Pokémon zu trainieren. Eine Schönheit? Lebt alleine? Naja, wenn sie damit zufrieden ist, aber... Vielleicht braucht sie doch einen Freund an ihrer Seite, man weiß nie. Du hast einen Vulcano und ich setze auf Arcani. Das liest jetzt die Leviten. Oh je, jetzt haben wir nicht, dass sie jetzt nur Vulcanus bei sich hat. Dann bleibe ich auch weiterhin bei, bei Schaufler. Ich freue mich schon, wenn es erstmal Erdbeben kann. Damit wird es erst richtig abgehen. Knirscher wäre auch gut, wenn ich so eine Attacke drauf hätte. Eine Unlichtattacke generell. Sie hat nur Vulcano. Och Mann. Lame. Come on, Mädel. Du kannst doch mehr als das. So. So, Schluss hier. Für mich geht es nicht ums Gewinnen oder Verlieren. Ich fühle mich geborgen, wenn ich nach Hause komme, mein Pokémon zu begrüßen. Na, okay. So, und hier geht der Punk ab, aber buchstäblich. Wenn du verlierst, lässt du deine Monete drüber wachsen, verstanden? Und wenn du verlierst, lässt du deine rüberwachsen. So einfach ist das. Punker Arne. Ah, das brutzeln wir auch weg. Und zwar gewaltigst. Burn, baby, burn. Och, Mann. Jetzt aber Schluss mit dir. Burn, Baby, und bleib weg! Das kann doch nicht wahr sein, Mann! What the hell? Vergiss es aber, der Kohle, das war nur ein Scherz, okay? Das war aber kein Scherz, nachdem du mir deine Kohle übergeben hast. Keine Frechdien, Zeit für einen Kampf. Ich habe mir ein paar Pokémon von den Losern hier zusammengeklaut. Die ich von den Losern zusammengeklaut habe. Die gibst du zurück, wenn ich dich besiege. Punker Money. Money, 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 Money. Ja, ja, Ice Age. Schon eine schöne Filmreihe, aber der letzte Film. Ach, da war einfach nur zum Kotzen. Wirklich, der hat mir überhaupt nicht gefallen.
Die ersten vier Filme waren noch gut bis okay. Ach, wirklich der letzte Film, ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Ich hoffe wirklich, dass sie das jetzt, das Franchise, dass sie kapiert haben, dass sie dem Franchise nichts mehr Gutes herausbringen können. Wirklich, der erste Film war wirklich wundervoll. Und auch die anderen drei Filme waren auch sicher auch ziemlich gut. Aber der letzte Film, der war absoluter Bullcrap. Ich habe da nur gecringed die ganze Zeit. Ich habe da keinen Moment gefunden, wo ich lachen konnte. Ernsthaft. Und jetzt habe ich auch keinen Grund zu lachen, weil der jetzt auch wieder mit Toxin kommen muss. Das ist auch nicht zu fassen. Einfach nicht zu fassen. Ich pack's nicht. Das kannst du laut sagen. Ich nehme mich auch nicht. Sie ist kurz, also sollte so cool wie möglich verbringen. Und die Bösen sind immer die Coolen, so wie Team Rocket. Yeah! Dann schließ dich doch denen an. Wenn du schon so viel von denen hältst, ne? Wie wär's damit? Boah, ich hab kaum noch Tränke, ey. Aber ich spare jetzt erstmal wirklich zusammen, so dass ich dann einen Haufen Zeugs kaufen kann, was ich benötige hier. So. Die wirkliche Gelegenheit, um mit dem Pokémon anzutreten, die ich eben im Tausch erhalten habe. Aber ob sie auch gehorcht, ob du genug Orden dafür hast? Oh, Aquana. Interessant. Und leider schlecht für meine Akani. Da bin ich nur ungern. Das habe ich nur ungern bei diesem Kampf dabei. Also. Evo! Ja. Es kommt auch gleich mit Surfer. Dementsprechend ist es gut, dass ich es gleich getauscht habe. Knesterladung! Zack! Wow, was? Alter! Gute Spezialverteidigung, das muss man dir lassen. Oh snap. Das wird auch nur ein Free-Hit hier. Das Pokémon ist wirklich stark. Das ist wieder eine schöne Challenge hier. Aber die Paralyse wirkt jetzt noch. Sehr schön. Wenn es als nächstes Flamara kommt, das wäre gut, weil dann könnte ich Blubsauger verwenden, um es wieder zu heilen. Brauche ich die Tränke nicht. Naja, Dodri. Ist jetzt was anderes. Es ist nicht gerade das Pokémon, das ich erwartet hätte, aber okay. Knisterladung! Dann bleiben wir eben dabei. Oh, das ist schon besser. Ah, Sandama. Jetzt, Harald, jetzt kommen wir langsam zu dem Punkt hier. Der mir gefällt. Oh yeah. Hier gibt's wieder HP für dich. Oh yeah, Baby. So sieht's doch schon viel besser aus. Nicht gut genug. Den Spitznamen meines getauschten Pokémon kann man nicht ändern, egal wie es einem missfällt. Das kann nämlich nur der Originaltrainer. Ja, das ist aber auch ein wenig sinnfrei. Warum sollte man nicht die Pokémon-Namen ändern? Also bei getauschten Pokémon. Könnte man die nicht ändern, ne? Warum muss es den Spitznamen die ganze Zeit bei sich haben? So gezwungenermaßen. Das ist für mich fast schon ein bisschen sinnfrei. Oh, da finden wir Surfer! Aber lass mich raten, kann wieder niemand lernen. Warum auch?
Nope. Wahrscheinlich noch nicht mal Voluna. Aber das wäre schon cool, wenn Voluna das lernen könnte. Aber ich glaube nicht, weil wenn schon sieht, was er nicht lernen kann, garantiert auch nicht Surfer. Es ist ein Eis-Pokémon hier. Möchtest du mit Pokémon spielen? Sicher. Zeig mir, was du kannst, Mädel. Picknickerin Lina. Ich glaube, ich sollte vielleicht auch mal Raichu kurz aus dem Team holen, weil die getauschten Pokémon, die sind dann noch ein bisschen zu OP. Ja, weil Alola Raichu hat ja schon Level 50, hat er auch schon Level 50 erreicht. Da muss ich jetzt was machen. Oh, oh. Das wollte ich jetzt nicht. Naja, da kann ich genauso gut drin bleiben, versuchen, das Vieh so zu erledigen. Mit Knuddler. Hm. Ach, ist es blöd, das setzt keine Wasserattacken ein? Stattdessen kommt es mir mit Furienschlag. Das hieltst du für eine gute Idee? Tja. Sorry, falsch gedacht. Ich war zu ungestüm. Ich muss erstmal ein wenig schwächeren Trainern üben. Ja, solltest du vielleicht. Ja, ich denke, ich müsste mal. Was für ein Pokémon soll ich denn da? Ich glaube, ich hab's. Eins, das ich noch nicht entwickelt habe und auch noch nicht besitze. Also dessen Weiterentwicklung ich noch nicht gefangen habe. Aber was? Marschock habe ich ja bereits auch. Dratini! Aber ich will ja kein weiteres Gragoran noch mal im Team haben. Das ist mir schon zu viel des Guten. Aber ich kann es ja trotzdem so mal so zum Spaß mitnehmen und trainieren. Dass es mittrainiert wird halt. Ich muss es ja nicht im Team haben. So, Zeit für den Trainer-Coach. Alle Trainer, die sind total stark. Wenn ich das weiß, weil ich sie persönlich zu denen gemacht habe, was ist denn? Willst du auch stärker werden? Sehe ich. Wie wär's dann mit einem Kampf gegen mich? Jupp! Mach dich bereit! Bin mal gespannt, was man von ihr bekommt. Hoffentlich wieder eine TM. Oh, Maschok. Kaum zu glauben, ein Kampf-Pokémon unterliegt sogar Feenattacken wie einer Knuddelattacke. Ja? Aber das ist für mich weniger Knuddeln und mehr, wie soll ich sagen? Assaulten. Na schön. Schaufler! Fußkick? Okay. Hat aber nicht viel gebracht. Kaum zu fassen, die war aber jetzt wirklich nicht besonders stark hier. Oder bin ich einfach jetzt schon selber zu stark? Keine Ahnung, du. Jetzt habe ich zu dem gemacht, was du bist. Ich glaube, ich bin ja schon längst über... Oh! Ich dachte, er ist auf Level 40. Ja, okay, dann kann ich jetzt einen Lunaknocker bekommen. Das ist geil. Nice one! Jetzt kann ich einen Alola-Knocker kriegen. Knocker, das Knochenfan-Pokémon. Die weiterentwickelte Form von Dragosu. Es war einst klein und schwach, doch jetzt ist es geschickt im Umgang mit seinen Knochen und verhält sich äußerst brutal. Schwertanz? Ja, an sich. Es hat aber einen abgeschwächten Angriff, also
würde das sowieso nichts bringen, das ins Team zu nehmen. Ein Boden-Pokémon an sich, ja. Keine so schlechte Idee, aber nö. Nein, danke. Hier, diese Idee ist genau das Richtige für dich. Feuerschlag gibt es auch noch drauf. Die meinen, dass sie können Pokémon-Attacke Feuerschlag erlernen. Wenn du Glück hast, dann denke ich natürlich Verbrennung. Feuerschlag. Ah. Und sie hat natürlich auch Pokémon dabei gehabt, die diese Attacke lernen können. Es ist halt schade, dass meine Pokémon solche vielseitigen Attacken nicht lernen können. Bin schon etwas blöd, aber was soll man machen? Das sind halt die Regeln. Das sind die Regeln. So, und jetzt wird es halt, dass ich mir einen Alola-Knocker hole. So, du warst es doch, ne? Ja. Und ich bekomme ein 10 Level stärkeres. Ich glaube, das könnte man auch in der Arena verwenden. Deswegen bekam man auch Ice Vulpix zum Beispiel. Das hatte auch einen Vorteil gegen Sabrinas, nein, Erikas Eis-Pokémon. Sehr schön. Ich liebe Knocker von Typ Boden. Das ist wieder tauschen, wenn sie bietet, ja? Nein, danke. Einmal tauschen reicht. So, jetzt muss ich mein Team wieder ein anderes Pokémon hinzufügen, das ich vielleicht noch etwas trainieren möchte. In dem Fall wünsche ich mir doch, dass ich Carpador hätte. Tja, haben wir wohl Pech gehabt. Schaut eigentlich dieses Knocker so aus. Es hat weniger Initiative, doch dafür einen hohen Verteidigungswert. Finde ich gut. Es hat Feuergeist. Ja, das ist kein Bodentyp mehr. Das ist schon krass. Das ist jetzt tatsächlich ein Geist-Pokémon geworden. Aber hey, so eine Typenkombi Feuergeist ist auch nicht schlecht. Das ist auch, das hat auch was. Ein Hypno habe ich zum Beispiel nicht. Also könnte ich Traumato mal, kurz trainieren. Ja, da habe ich halt jetzt ein bisschen weniger Pokémon-Team, was soll's. Aber das dient auch nur dazu, dass ich mein Team nicht zu overpowered mache. Besonders im Level, also besonders beim Level. In der Zwischenzeit kann ich auch die Gelegenheit nutzen, andere Pokémon auch noch mitzutrainieren. Und sie zu entwickeln, um dann die Sammlung zu erweitern. Ich bin mir nicht sicher, wo man Dratini sonst noch fangen könnte. Sicher, es wäre vielleicht möglich, es zu fangen, aber. Ich glaube einfach natürlich nicht. Das ist schon krass, dass Tauros hier so oft auftauchen. Dabei denke ich mir, dass dieses Pokémon eigentlich recht selten sein müsste. Der Feuerschlag wäre schon eine geniale Attacke. Das wäre auch für Knocker genau das Richtige. Oder für das Alola-Knocker. Oh man. Ansonsten gibt es ja bestimmt niemanden, der es lernen könnte. Nope. Außer Traumato. Niemand. Na schön, dann nehmen wir uns jetzt den nächsten Trainer zur Brust. Hast du jemals die Legende vom mythischen Schwingen gehört? Mythischen Schwingen, hä? Eigentlich sagt mir das jetzt nicht wirklich was. Es sei denn, er spricht dabei von einem legendären Vogel-Pokémon. Das
Das könnte ich mir dann schon eher vorstellen, dass er eigentlich darauf ansprechen möchte. Das würde auch passen in der Hinsicht. Selber auch noch ein Tauboss. Ich glaube, ich bleib drin hier. Das wird schon schief gehen. Also, wenn ich weiterhin Bonbons bekommen sollte, dann... verflixte Kabelsalat hier. Sollte ich wirklich den Spezialangriff von Akane auch bestmöglich verstärken? Am Ende wird mehr als bitter nötig sein. Warum habe ich bloß verloren? Weil du halt verloren hast. Und bei dem mythischen Schwing handelt es sich um drei legendäre Vogel-Pokémon: Arctos, Zapdos, Lavados. Ich hab's doch gewusst. Ich wusste es ja. Erstmal das flickste Item her, den Hypertrank. Dankeschön. Boah, aber hier ist, hängt lungern ein ganzer Haufen Punk herum. Hallo, ihr habt keine Geduld für ihn eingetreut. Lass es endlich kämpfen, hopp. Da hat wohl einer nicht besonders viel Geduld, ne? Meinetwegen. Und zeig mal, was du kannst. Kriegen wir schon auf die Reihe. Das Vieh gleich wieder mit Tiefschlag anfangen muss. Lass das sein! Das bringt dir eh nichts. Ich mach mal fertig. Und weggeburnt. Wie froh ich doch sein kann, dass Akane endlich Flammenwurf drauf hat. Ich kann es immer wieder sagen. Das ist ein geiles Gefühl. Ich pack das nicht mal bloßen Abflug. Habe ich dein Ultrigar gesehen? Was willst du denn noch? Nichts. So, dass das Ultrigar jetzt zu mir kommt. Ha! Hab's. Nice one. Aber doch leid, mal wieder andere Pokébälle einsetzen. Alter, ich hab schon wieder so viele Pokébälle hier. Oh, Superbälle, die gehen mir schon langsam aus hier, merke ich gerade. Was ist denn? Warum funktioniert das schon wieder nicht mit dem mittigen Wurf? Sollte doch eigentlich klappen. Schade, das hätte wirklich besser laufen können. Oh, immerhin haben wir wieder ein weiteres neues Pokémon. Ultrigaria, das Siegentodwald-Pokémon, die weiterentwickelte Form von Knuffenze. Weil es hungrig ist, schnappt es willkürlich nach allem, was sich bewegt. Nachdem es in Beute verschluckt hat, schaltet sie mit Säure aus. Ach. Das schon klingt, ey. Westen, warum Kampf Kohl, lass uns loslegen. Ja. Durchaus. Punker Sascha. Sascha. Cool. Ah, ein Rihorn. Na schön. Hat man früher auch in der Safari-Zone gefunden. Ich frag mich, wo man dieses Pokémon jetzt finden kann. Ach, Blödsinn. Wenn es auf. Ich habe vergessen, dass ich das Pokémon eh schon im Felstunnel gefunden habe, also. Ja. So geile Schlag. Die haben so einen coolen Schlagbohrer drauf und es sieht auch wirklich episch aus. Und ich habe leider kein Pokémon, das diese Attacke kann. Im Team. Ich weiß nicht, ob das noch für Amoroso zählt, das wäre schon schön. Voll erwischt.
sehr froh, dass wir, nur mit Pokémon kämpfen, sonst wärst du so easy, nicht so easy davon gekommen. Ja, ich meine, mal ernst, wozu? Wenn man sie mit Pokémon bezwingt, dann ist es vorbei, dann lassen sie einen in Ruhe. Die können, ich weiß nicht, die haben selber hier ihre Muckis und setzen sie selber kaum ein. Und überlassen alles ihren Pokémon. Wir wetzen hier oft durch die Landschaft, weil es wenig geht, was an dem Weg rumsteht. Aber ja, das ist bestimmt halt die Serie und das Spiel, dass alles durch Pokémon-Kämpfe entschieden werden muss. Selbst das Ausschalten von Verbrecherorganisationen. So ist das nun mal. In der Welt von Pokémon. So, jetzt mach es mal fertig. Oh yeah, baby. Magbrand wäre auch wirklich genial. Meditation, was macht das nochmal schnell? Physischen Angriff stärken, ne? Ja, gegen Aussetzer. Ich würde natürlich Tramato in den Team verwenden, aber trotzdem spiele ich da halt mal ein bisschen mit. Du bist mich eiskalt, Asphalt stuppern. Boah, du hast dein Pokémon krass trainiert. Die Stärke kommt immer, du hast es geschnallt. Und auf die Beziehung zu den Pokémon. Komm, sie gerufen, lass uns nicht lange um den heißen Brei reden. Kämpfen wir. Ja, zeig, was du kannst. Punker Wolf. Deinen Spook. Boah, wehe, wenn das Vieh wieder Toxin einsetzt. Ich schwöre, ich drehe ich noch am Rad, weil Toxin ist wirklich das, was mich am meisten killt, also was mich am meisten abnervt. Das Dumme ist ja, dass es wirklich wirken muss, selbst wenn man sich vergraben hat oder fliegt wahrscheinlich sogar. Ja, wäre schön, wenn Klärsmog auch, ich weiß nicht, das Gift von mir entfernen würde. Ach. Meine Fresse. Du bist mir besiegt, oh Mann. Ganz schön ätzend, wie lange es dauert, seinen Pokémon zu trainieren. Aber es lohnt sich. Hast du ja eben festgestellt. Ein Training lohnt sich halt. Mein Pokémon entwickelt sich einfach nicht, auch wenn du ihn aufsteigen lass. Dann solltest du entweder ihm einen Stein Entwicklungsstand geben oder es tauschen. Lass mich raten, es ist Mashok, ja. Tausche es, ne? Nur damit kannst du es weiterentwickeln. Das muss man dir ja wohl erstmal weiß machen, ne? So. Und weg. Das wär's. So, Level 48. Sehr schön. Du Kleiner! Ich hab gehört, dass gewisse Pokémon bestimmte Steine brauchen, um sich zu entwickeln. Und man muss sie tauschen. Das kommt auch noch dazu. Noch ein Nugget, Alter. So was Verstecktes? Na. Ein Taubsi wollte ich jetzt aber nicht. Die gibt's wirklich überall. Und nerven nur rum. Gibt's laufen Ultrigaria. Ist auch was anderes? Nein, Blutzuck. Ja, komm, lass mit Ultrigaria sein. Und im nächsten Part machen wir mit der Route hier weiter.
Und ja, wie immer, wenn es dir gefallen wusste, würde ich dies bestätigen, mir seinen Daumen nach oben und Daumen nach oben und Kommentar nicht vergessen. Und sind ja beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Also seid gespannt und klickt wieder rein. Euer Crush wurde wirklich hinein. Bis zum nächsten Part von Let's Play Pokémon Let's Go Evoli. Also auf Wiedersehen und tschüss, Leute!